ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal Einfach Yummy zu einem neuen Video. Heute wird gebacken und zwar machen wir uns leckere Käse-Haferbrötchen. Es ergibt 12 Stück und ich blende euch mal ein, welche Zutaten wir heute für diese leckeren Brötchen alles brauchen. Ihr wisst ja, ihr findet auch die ganze Info zum Rezept unten in der Infobox. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ja, und als allererstes könnt ihr euch den Backofen schon mal auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Und ein Backblech mit Backpapier belegen. Das habe ich schon erledigt, das können wir abhaken. Und jetzt legen wir los und werden uns als allererstes 200 Gramm Emmentaler in Stücken im Mixtopf zerkleinern, Deckel aufsetzen und 7 Sekunden auf der Stufe 6 zerkleinern. Danach einmal umfüllen. Ich zeige euch auch, wie groß die Stücke sind. Schaut mal. So, könnt ihr gut sehen, gell? Also den Käse einmal umfüllen. Mixtopf brauchen wir nicht spülen. Wir können gleich weiter loslegen. Einfach schauen, dass er schön ausgekratzt ist, alle Käsestückchen raus sind. So, das passt. An die Seite stellen bis nachher und jetzt werden wir uns 100 Gramm kernige Haferflocken noch zerkleinern, die in den Mixtopf geben. Ich setze meinen Mixi-Meiser ein, Deckel aufsetzen und 5 Sekunden auf der Stufe 10 zerkleinern. Ja, die kernigen Haferflocken sind jetzt auch schön klein. Schaut mal, richtig schönes Mehl jetzt geworden. Das bleibt gerade im Mixtopf drin und wir geben jetzt 250 Gramm Wasser dazu. Habe ich mir vorhin schon abgewogen. Dann einen Würfel frische Hefe. Ich schneide ihn mir jetzt gerade in 4 Stücke und gebe ihn hier dazu. Wir geben eine Prise Zucker dazu, damit die Hefe was zu essen hat. Dann natürlich Salz, 1,5 Teelöffel brauchen wir, 1 und noch ein halber, 400 Gramm Mehl, ich nehme ganz normales Weizenmehl, Type 405, ihr könnt es aber auch mit einem Dinkelmehl machen, so 400 Gramm, 40 Gramm Öl, ich nehme da wieder mein geliebtes Alba-Öl von der Firma Zapfhahn. Findet ihr in meinem Amazon-Online-Shop, falls es euch interessiert. Der Link zum Shop ist unten in der Infobox, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und wir brauchen jetzt die Hälfte von dem Käse, den wir gerade zerkleinert haben. So, danach Deckel wieder aufsetzen und 2 Minuten auf der Teigstufe kneten. 2 Minuten Teigstufe. So, der Teig ist fertig. Schaut mal. So sieht er aus. Ich mache mir jetzt hier kurz Platz, schiebe meinen Thermi zur Seite. Habe mir jetzt noch schnell die Silikonmatte geholt. Ich hole jetzt den Teig raus. So, der löst sich wirklich richtig gut. Schaut mal, der Topf ist nahezu sauber. Knete noch einmal ganz kurz den Teig etwas zusammen. Also kleben tut er gar nicht, seht ihr ja. Lässt sich richtig schön hier durchkneten. Immer von außen einmal nach innen schlagen. So, bis ich so eine Rolle habe und einen schönen Teig. Und diese Rolle werde ich mir noch ein bisschen länger rollen, damit ich mir den Teig in 12 Stücke teilen kann. So. Ich teile ihn mir erstmal in die Hälfte.
sonst werden meine Brötchen ungleichmäßig, aber das ist bei mir ja meistens der Fall. So, und jetzt könnt ihr sie schon von außen nach innen einschlagen und in der hohlen Hand zu einem Brötchen schleifen. So, da wäre schon das erste fertig. Das setze ich jetzt auf mein vorbereitetes Backblech. Und so mache ich es mit allen jetzt. Meine Lieben, hier haben wir die geformten Käse-Haferbrötchen. Die besprühe ich jetzt noch mit etwas Wasser, weil wir gleich noch den restlichen Käse drauf verteilen und dadurch haftet der besser. Falls ihr auch auf der Suche nach so einer tollen Sprühflasche seid, schaut auch mal gerne in meinem Amazon Online-Shop nach. Dort habe ich sie drin verlinkt. So, und jetzt geben wir, wie gesagt, noch den Rest von unserem zerkleinerten Käse hier oben auf die Brötchen und verteilen ihn. So sehen die Brötchen jetzt aus. Ich habe sie vorher natürlich auch ein bisschen flach gedrückt, damit sie nicht so kugelig sind und der Käse besser halten kann. Und jetzt lassen wir sie einfach nochmal an einem warmen Ort ungefähr 15 bis 20 Minuten gehen. Und dann melde ich mich wieder und dann sage ich euch, wie sie noch abgebacken werden. Also unbedingt dranbleiben. Bis gleich! So, meine Lieben, die Gehzeit ist rum. Die Brötchen sehen so aus. Kleiner Tipp noch, ihr könnt sie übrigens auch, falls ihr eine Party schmeißen wollt, als Partysonne setzen oder als so ein Wagenrad, sagt man ja als auch, und dann abbacken. Und es sieht auch richtig hübsch aus, gerade wenn ihr ein Buffet oder was machen möchtet. Nur so als kleiner Tipp am Rande. Unsere Brötchen, die lassen wir heute einzeln. Und zwar werden die jetzt bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für circa 20 bis 25 Minuten gebacken, bis sie schön goldbraun sind. Und ich werde meine wieder auf die zweite Schiene von unten schieben. Also bis gleich. Ja, mein Lieben, und hier sind jetzt die fertigen Käse-Haferbrötchen. Schaut mal, so sehen sie aus. Ich habe sie gerade ganz frisch aus dem Backofen rausgeholt. Sie waren bei mir jetzt 25 Minuten drin. Ich finde, so sind sie genau richtig von der Bräune. Aber das ist ja immer Geschmackssache. Ihr könnt sie auch einen Ticken früher rausholen, ganz wie ihr wollt. Ja, sie sind sehr, sehr heiß jetzt noch, duften aber schon mal sehr, sehr geil und sehr, sehr lecker. Ich freue mich riesig, wenn wir sie nachher verspeisen können. Ich werde sie jetzt abkühlen lassen, werde euch natürlich auch wieder ein Brötchen aufschneiden, damit ihr seht, wie sie von innen aussehen. Ja, und dann hoffe ich jetzt, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr sie ausprobiert und nachbackt und mir wieder Feedback in den Kommentaren da lasst. Natürlich würde ich mich auch sehr über ein Däumchen nach oben freuen und wenn ihr den Kanal abonniert, damit wir noch größer werden und irgendwann die 100.000 Abonnenten knacken. Das wäre ja wirklich ein Traum für mich. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken, beim Verputzen. Falls ihr Lust auf weitere leckere Rezepte jetzt bekommen habt, wisst ihr ja, könnt ihr hier gerne mal vorbeischauen. Hier könnt ihr mich ganz kostenlos abonnieren. Habt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!